Was wäre denn ein Grund für Sie aufzuhören, jetzt zum Beispiel mit der Fernseharbeit? Als ich angefangen habe bei Viva, oder keine Ahnung, ein halbes Jahr bei Viva war, glaube ich, so ungefähr, da habe ich gesagt, dass ich im Fernsehen eigentlich nicht unbedingt alt werden möchte. Weil ich bin halt nicht, ich weiß nicht, ich habe das immer so beschrieben, ich möchte nicht irgendwann mal meinen Kindern erzählen müssen, guck mal, da im Fernsehen ist der Papa, der macht da den lustigen Onkel, damit er euch was zum Anziehen kaufen kann. So ein bisschen peinlich? Peinlich eigentlich nicht unbedingt. Das hängt auch immer wieder von den Personen ab. Wenn ich das jetzt peinlich fände, dann würde ich ja anderen unterstellen, dass sie was Peinliches machen, wenn sie mit 40 noch im Fernsehen tätig sind. Und das will ich nicht machen. Aber für mich persönlich... Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit 50 noch Fernsehen mache. Ich kann mir auch nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass ich mit 45 oder eigentlich glaube ich auch, dass ich mit 40 kein Fernsehen mehr machen will.